Dieses Video wird euch präsentiert vom Taschengelddieb. Herzlich willkommen beim Chef Urboss und herzlich willkommen zu meinem ersten Video zu Warhammer The Old World. Ja, an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an Taschengelddieb, der mir hier diese Box, nämlich Warhammer The Old World, Fantasy Schlachten in einer legendären Welt, Edition der Gruftkönige von Khemri, zur Verfügung gestellt hat, damit ich für euch ein cooles Video machen kann. Und zwar wird es kein normales Unboxing werden, sondern ihr seht hier im Vordergrund schon verschiedene Bücher. Ich werde euch erstmal die Geschichte von Warhammer Fantasy ganz kurz erzählen, die verschiedenen Editionen. Also ich werde euch jetzt einen kurzen Editionsrückblick geben sozusagen über die Edition 4, mit der bei mir alles begangen hat. Und zwar 1994, eigentlich ist die 1992 rausgekommen. Nämlich in England und 94 ist sie, glaube ich, in Deutschland rausgekommen. Und das ist sozusagen hier dieses erste Heftchen, das Regelbuch. Mit coolem Bestiarium. Und noch, später gab es noch ein Magieset dazu. Genau, da gehe ich ganz kurz mit euch die Editionen durch. Zeige euch die verschiedenen Regelbücher dazu. Sage euch, was dann in der Box, meistens waren es Boxen, drin war. Und dann gucken wir uns noch ganz kurz an, was hier in dieser Khemri-Edition von The Old World drin ist. Und dann werde ich ganz kurz mein Fazit dazu abgeben, wie das von dem Inhalt zu sehen ist im Vergleich zu den anderen Editionen. Weil eins ist ja schon mal ganz klar, hier drin ist wirklich nur eine Armee von den Khemri drin. Den Gruftkönigen von Khemri. In allen anderen Starterboxen von Warhammer Fantasy Battles war eigentlich immer ein Zwei-Spieler-Set. Da waren zwei Armeen drin, welche sage ich euch dann gleich. Da waren dann zwei Messstäbe drin, waren Würfel drin. Ganz oft war auch noch ein Pappgelände mit drin. Und ja, dann halt Regelbuch, Bestiarium und Schnellstartregeln und dann vielleicht sogar noch ein Kurzregeln. Das haben wir jetzt hier nicht alles drin. Ein Teil ist drin, aber wir haben hauptsächlich halt auch nur eine Armee. Dafür ist die Armee natürlich auch ein bisschen größer als bei den anderen. Also, werden wir gleich sehen. Ich bin ziemlich aufgeregt, merkt ihr wahrscheinlich auch. Und ja, ich freue mich. Die erste, zweite und dritte Edition, die gab es übrigens vorher nur in Englisch. Wurde gar nicht auf Deutsch übersetzt und das hat angefangen 1983, 84 und 87 kam dann die dritte Edition raus. Und dann 92 sozusagen die vierte Edition in Englisch. Und wir haben sie sozusagen auf Deutsch dann 1994 sozusagen gekauft, die Starterbox. In dieser Starterbox waren hier diese großartigen alten Gobos mit drin. Und da ging es um die Schlacht Goblins gegen Hochelfen. Und ich weiß noch genau, als der Matthias, der Mace, viele Grüße an Mace, an meine Tür geklopft hat, damals, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, mit dem White Dwarf, ich glaube Ausgabe 1 war es, glaube ich nicht, ich glaube es war 2 oder 3, und er hat gesagt, hier Müller, das müssen wir zusammen spielen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Wir haben uns zusammen die Starterbox von der vierten Edition gekauft. Er hat sich die Hochelfen genommen und ich habe mir die Goblins genommen. Und so ist meine Liebe auch zu den Orks, also zu den Grünlingen entstanden. Orks und Goblins einfach. Da habe ich auch ganz viele verschiedene Armeebücher. Da gucken wir nachher auch kurz mal rein. Da habe ich eigentlich von sehr vielen Fraktionen, die es bei Warhammer Fantasy Battles zu spielen gibt, habe ich zumindest ein Regel- oder ein Armeebuch aus verschiedenen Editionen. Bei den Orks und Goblins habe ich natürlich alle. Können wir uns nachher auch ganz kurz mal angucken. Da hat sich auch von dem Druck nachher also relativ viel getan. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel sieht, das da und das da. Das da hier ist noch Softcover, das da ist Hardcover. Die Illustrationen sind auch moderner geworden, sage ich jetzt mal. Und ja, aber an der Geschichte von den einzelnen Völkern hat sich nicht so viel getan. Und von daher habe ich hier zum Beispiel auch Bretonen, Untote, habe ich mir die ganzen Armeebücher aufgehoben, weil im Endeffekt von der Geschichte ändert sich ja meistens nicht so viel. Naja, okay, wo war ich stehen geblieben? Weiß ich gerade schon gar nicht mehr genau. Naja, genau, doch, genau.
der Matthias, Mace, Matze, wie man nennt. Viele Grüße habe ich schon ausgerichtet, glaube ich. Wenn nicht, viele Grüße an dich, Mace. Der hat nachher die Hochelfen abgegeben, und zwar an den Sudek. Viele Grüße an Sudek, der ist jetzt leider dann irgendwann ausgewandert nach USA. Viele Grüße nach USA. Der hat dann nämlich dann die Hochelfen übernommen, hat zusätzlich aber auch noch Imperiale übernommen, also dann eine imperiale Armee aufgebaut, da angefangen mit den Beehändlern. Und die Hochelfen hat er dann an den Ruben abgegeben. Viele Grüße an dich, Ruben, der immer noch Hochelfen spielt. Und auch bei Age of Sigmar oder Warcry hat er eine Hochelfen- bzw. Lumines Warband am Start. Und Eldar spielt er auch. Und Tyranniden auch. Aber ja, egal. genau. Und dann kam noch der Reen in die Spielergruppe mit und der hat dann Skaven. Wo haben wir Skaven? Ich habe ein Skaven-Buch. Oh mein Gott. Schnitt. Da. der hat dann Skaven übernommen. Da haben wir unzählige viele Schlachten übrigens dann gespielt. Orks, Skaven, Zwerge, Skaven, Hochelfen, Orks, Skaven, Zwerge, wie auch immer. Auf jeden Fall hatten wir eine großartige Zeit damals, noch ohne Kinder. Da haben wir jedes Wochenende gespielt. Das war eine schöne, sehr, sehr schöne Zeit. Aber wenn die Kinder aus dem Haus sind, wird es natürlich auch wieder besser. Genau. Und dann noch, also viele Grüße an Reed, an die Skaven. Und dann haben wir noch den Aref mit in der Gruppe, der dann sich dem ganzen Chaos verschrieben hat. Und richtig, hier Chaoskrieger, die verschiedenen Chaosgötter, Korn, Nurgle, Tzeentch und Slaanesh. Ja, dann natürlich hat jeder dann nachher noch ein Zweitvolk bekommen. Der Matze hat dann noch die Ogerkönigreiche gespielt. Ich habe dann noch, weil der Sudek ja irgendwann abgehauen ist nach USA, wir sind immer noch ein bisschen traurig darüber, aber wir stehen in Kontakt, habe ich dann noch die, ja, das Imperium mitgespielt. Und dann gab es natürlich auch noch verschiedene Boxen, da komme ich auch noch drauf. Ich springe jetzt hier ein bisschen, aber im Endeffekt habe ich dann nachher auch noch Echsen gespielt, weil nämlich in der 5. Edition war natürlich die Echsen versus Bretonen Grundbox drin, also gab es die Miniaturen. Und da hat dann der Reen die Bretonen genommen für die Göttin vom See und ich dann die Echsen. Genau, das habe ich hier. Ich glaube, das kann ich gar nicht alles in das Video packen, weil es ist unendlich viel Material, das hier über die Jahre sich angesammelt hat. Dann kam ja dann auch noch Warhammer 40.000 dazu und verschiedene andere kleine Systeme wie Blood Bowl, Mordheim, Warcry, was es halt alles so gibt. Und natürlich noch Games Workshop übergreifende Systeme, die wir dann auch gespielt haben. Ja, das ist sozusagen das Hobbyleben. Sammelt sich viel an, aber ich habe es nicht übers Herz bekommen, das ganze alte Zeug wegzuschmeißen. Und ich finde es auch gut so. Vielleicht habe ich auch ein Problem. Aber ich finde es gut so. Man muss halt ein bisschen Platz irgendwie schaffen, ein bisschen Platz haben und dann geht es auch schon. So. Das war jetzt mal so die Grundgeschichte, wie ich überhaupt zu Warhammer Fantasy gekommen bin. Und ich war natürlich auch sehr traurig, als dann die alte Welt zerstört wurde und dann Age of Sigmar eingeführt wurde. Das war, glaube ich, 2015 ist, glaube ich, die alte Welt sozusagen in den Endtimes dann irgendwann vernichtet worden. Und dann kam nach und nach dann Age of Sigmar, erste Edition, zweite Edition, dritte Edition. Ich glaube, jetzt im Sommer kommt die vierte Edition. Und was ich damals bei dem Age of Sigmar Video schon gesagt hatte, das ich damals auch aufgenommen habe, das ging dann hier rüber, beziehungsweise das ist das hier. Und da habe ich damals schon gesagt, dass ich nicht verstehe, warum Games Workshop die alte Welt komplett zerstört hat und sozusagen nicht die alte Welt weiterleben lassen hat und Age of Sigmar eingeführt hat und dann eigentlich wie bei Warhammer 40.000 sozusagen auf dem Zeitstrahl hin und her schwenkt. Das habe ich damals schon gesagt.
Und genau so ist es ja jetzt auch mit Warhammer The Old World. Ihr könnt euch sozusagen hier den Zeitskala oder Streifen oder wie auch immer. Und dann ist hier vorne irgendwo Warhammer Fantasy und das wandert dann bis zum Endtimes, dann wird die alte Welt zerstört und dann kommt Age of Sigmar, die verschiedenen Editionen und das wird jetzt unendlich auch weitergeschrieben. Age of Sigmar läuft auch weiter, ist auch gut so. Und da entwickelt die Geschichte sich dann immer weiter, aber ihr könnt euch sozusagen aussuchen, wo ihr auf dem Zeitstrahl sozusagen einsteigen wollt. Ganz vorne zum Beispiel, das ist dann Old World jetzt mittlerweile. Ihr könnt natürlich auch die 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2., 1. Edition spielen, ist überhaupt kein Problem. Könnt ihr alles machen, wenn ihr eine Spielergruppe habt. Ja, oder ob ihr dann halt irgendwo später einsteigt oder dann halt zu Age of Sigmar einsteigt, das ist überhaupt kein Problem, Leute. Könnt ihr alles machen. Und bei Warhammer 40.000 klappt es ja genauso. Da könnt ihr dann Warhammer 30k spielen, sozusagen dann der große Bruderkrieg, Space Marines gegen Space Marines oder dann halt 40.000 einsteigen und die Geschichte entwickelt sich ja dann auch weiter mit den ganzen Kampagnenbüchern und sowas bei Warhammer 40k. Eigentlich müsste jetzt Warhammer 42 oder sowas heißen. 42k. Wird schon doofer. 40k hört schon besser an. Naja, auf jeden Fall. Ja, gehen wir ganz kurz mal hier rum und dann zeige ich euch ganz kurz noch die verschiedenen Regelbücher der verschiedenen Editionen. Eine Edition, ich kann es leider nicht mehr finden, die 6. Edition, da werde ich schon irgendein Bild einblenden. Ich kann mich noch genau an die Box erinnern. Ich habe es nämlich hier aufgeschrieben. 6. Edition war Orks versus Imperium. Das war eigentlich eine super geile Box. Da waren verschiedene Imperiumssoldaten drin und verschiedene Ork-Krieger. Die habe ich auch noch. Und einen Streitwagen, den habe ich auch. Und jeweils ein General und bei den anderen noch eine Kanone und eine Ruine aus Pappe. Ich finde aber das Regelbuch nicht. Naja, ist egal. Okay. Wenn euch übrigens die verschiedenen Editionen jetzt nicht interessieren, ihr wollt direkt das Unboxing sehen, dann springt einfach zum Unboxing. Da werde ich auf jeden Fall in der Videobeschreibung noch sozusagen die Zeit einblenden, ab wann das Unboxing beginnt. Ansonsten bleibt einfach dran und wir gucken uns dann zusammen die verschiedenen Editionen im Überblick an. Wie auch schon am Anfang gesagt, das hier ist die 4. Edition und somit der Start in mein Warhammer Tabletop Hobby. Und ich bin sehr glücklich, dass ich mit dem Hobby angefangen habe, weil es einfach sehr, sehr umfassend. Man hat sozusagen die ganzen Hintergrundinformationen, die ganze Hintergrundstory ist wie ein Buch. Es ist wie, ja, im Endeffekt eine riesige Welt, die weiter wächst. Also eine schöne Fantasy-Umgebung. Dann hat man die ganzen Tabletop-Figuren, die ganzen Miniaturen, Orks, Hochelfen, Skaven. Die kann man sammeln. Man kann sie zusammenbauen. Dann kann man sie anmalen. Und dann nachher, was ich halt so super geil an dem Hobby finde, ist, man kann damit spielen. Ich habe vorher auch schon so ein paar Revell-Bausätze damals gebaut gehabt. Und da hat man dann zum Beispiel einen Flieger gebaut und wenn der dann zusammengebaut und angemalt war, dann konnten wir mit dem eigentlich nicht mehr viel machen. Und das fand ich immer schade. Und das ist halt das Geile, was ich so super hammercool an dem ganzen Tabletop-Hobby ist, finde, ist, dass man dann im Endeffekt mit dem Produkt, was man erschaffen hat, nämlich durch den Zusammenbau und auch durch die Bemalung von den Miniaturen, damit dann auch wirklich dann auch spielen und interagieren kann. Das finde ich hammergeil. Warhammer Fantasy, die 4. Edition, 1994 in Deutsch rausgekommen. Wir haben hier das Regelbuch und das Bestiarium. Ich finde die Artworks schon ziemlich genial, so richtig oldschool-mäßig. Genau, ich habe mir es hier auch aufgeschrieben für die Edition. Wir haben hier auch 1994. Und ja, so sahen früher die Schlachten noch aus. Und da sieht man auch, das werde ich nachher auch mal zeigen. Haben wir hier schon die gleichen Skelettpferde 1994 wie auch bei Warhammer The Old World, die Khemri-Edition. Wir werden nachher einfach mal vergleichen. Sozusagen ab der 4. Edition gab es dann auch die Starterboxen und vorher gab es immer nur ein Regelbuch. Und hier in der Box enthalten waren sozusagen 20 Hochelfen-Speerträger, 20 Bogenschützen. Dann haben wir 32 Goblin-Speerträger. Das sind die hier. Das ist sozusagen auch meine ersten bemalten Modelle. Also da sieht man auch,
Da habe ich gedacht, früher viel Farbe, also viele verschiedene Farben. Das hilft viel, hier gerade bei dem Speerschaft. Und das sieht alles noch nicht so richtig gut aus. Aber gut, das sind halt die ersten Figuren, gell? Also jeder fängt mal klein an. Und das wollte ich euch auch auf den Weg geben. Wenn ihr eure ersten Figuren anmalt, dann seid am Anfang nicht so enttäuscht. Es kann nur besser werden. Wie bei allem, Übung macht den Meister, also nicht verzagen. Guckt euch ein paar Tutorials an, aber im Endeffekt, wenn das Tutorial zu kompliziert ist, die Technik oder sowas, nehmt erstmal eine einfache Technik und gewöhnt euch an die. Und mit einer einfachen Technik, die man gut kann, kann man auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Ja, also jeder fängt mal klein ein, überhaupt kein Problem. Dann haben wir sozusagen 32 Goblin-Bogenschützen. Das waren Nachtgoblins, die waren relativ einfach. Das waren auch alles die gleichen. Gut, dann haben wir hier 5 Karten für Charaktermodelle und Kriegsmaschinen. Genau, da waren wie bei Warhammer 40.000 auch dann Pappkarten mit drin. Da waren Drache drin und ich glaube, dann war Azak der Vernichter auf seinem Lindwurm als Pappkarte drin. Wir haben Pappgebäude mit drin. 12 Karten für magische Gegenstände, 6 Bewegungsunterlagen aus Pappe. Wir haben das Regelbuch, was wir hier gerade angucken, das Bestiarium und noch ein Szenario, die Schlacht um den Maokrondpass. 2 Referenzbögen, Trefferschablonen und Würfel. Also war relativ viel drin in der Box. Finde ich auch klasse als Starterbox. Wir haben uns jetzt zu zweit gekauft. Ja, hier sind die alten Marker, auch der umgefallene Riese und so. Und so kann man dann einfach auch relativ preisgünstig ins Hobby starten. Einfach einen Freund oder Freundin dazu holen und dann zu zweit was kaufen. Und dann kann man bei so einem Zwei-Spieler-Starter-Set immer sehr schnell anfangen. Und vor allem hat man auch direkt einen, mit dem man spielen kann. Und der einen auch motiviert. Man kann sich gegenseitig die bemalten Figuren zeigen oder wenn man irgendwelche Fragen hat, dann auch Fragen und so. Also das A und O bei so einem Tabletop-Hobby ist, auch einen direkt mit ins Boot zu holen. Das ist alles noch schwarz-weiß. Ist auch schon ein bisschen vergilbt. Oh ja, genau. Da sind die Goblin-Speerträger mit drin. Hier haben wir uns schon Gedanken über Initiative und sowas gemacht. Und eigene Regeln geschrieben. Witzig. Also ich habe das schon lange Zeit nicht mehr in der Hand gehabt. Aber man sieht, ich habe das sehr detailliert gelesen. In der Mitte von den Heften waren dann immer noch bunte Sektionen. Die haben einen dann auch richtig motiviert, die Miniaturen anzumalen. Und das war natürlich auch immer eine Referenz, wie man die Figuren ungefähr bemalt. Genau, das waren die ersten Hochelfen. Die Kommando-Crew, Standartenträger, Champion und Horn, also Bläser, also Musiker, die waren nie mit dabei, sondern hier waren wirklich nur die Grundeinheiten drin, also Speerträger und auch die Bogenschützen. Und genau, das sind die alten Goppos und die, also Nachtgoblins Bogenschützen und die normalen Goblin-Speerträger. Die zwei waren drin, ohne die Kommando-Crew. Bemalanleitungen waren hier auch immer mit drin. Wobei Bemalanleitung für Skelette bei einem nachgoppelnden Hochelfen-Starter ist natürlich nicht unbedingt so sinnvoll. Okay, das war's. So haben wir früher auch unsere Armeelisten gemacht. Da gab es noch kein Battlescribe oder sonst irgendwas. Und das war der Referenzbogen. Den habe ich sogar noch im Original. Und auf der Rückseite waren. Das war schon gut gemacht, dass man da im Endeffekt schon die Hauptregeln auf zwei Seiten hatte. Und das Bestiarium, das hat natürlich Überblick gegeben und auch Lust gemacht auf dann weitere Völker. Da sieht man hier schon Menschen, Zwerge, Trolle, Hochelfen, Halblinge, Orks, Goblins, Chaos, Drachen, Dunkelelfen. Genau, und da grüße ich noch den Frank, der ist nämlich später noch eingestiegen in die Warhammer Fantasy Gruppe mit Dunkelelfen. Die hat er auch noch Riesen, Skaven, Oger, Untote, Monster, Waldelfen. Also da waren schon wirklich fast alle Fraktionen schon direkt am Anfang enthalten. Und das da hier sehr schöne klassische Karte von der alten Welt. Wir gucken uns nachher an im Vergleich.
wie das dann im neuen Regelwerk dann aussieht. Und hier ist sozusagen dann die komplette Welt und das da ist nur der Ausschnitt, die alte Welt. Also ich glaube, die machen dann später nach natürlich auch unter The Old World, kommt aber noch Lustria mit dazu, dann Nagaroth, dann hier Arabien, Südländer und sowas. Das wurde überhaupt nicht behandelt damals. Und dann gibt es natürlich hier noch die Schwarzen Lande, Kartei und die unbekannten Länder und das Reiches Chaos. Also da kann man auch noch echt viel machen. Genau, da sind dann einfach nochmal die einzelnen Völker nochmal kurz erklärt. Ach guck mal, da haben wir auch direkt schon mit Regeln, also mit den Stats von den verschiedenen Völkern und Einheiten einfach mit drin. Das finde ich auch super. Das wusste ich gar nicht mehr. Also konnten wir hier auch direkt schon zum Beispiel Zwerge dann spielen. Trollslayer, Trolle, Hochelfen. Ja, und dann haben wir hier die Orks mit Spezialregeln schon. Also ich glaube, da gab es noch gar nicht so viele Armeebücher. Das finde ich super cool. Und das ist jetzt bei Warhammer The Old World, glaube ich, auch so. Da hat man dann auch ein Büchlein, das muss ich aber noch selbst kaufen, mit kriegerischen Horden. Da sind dann auch Orks, Skaven und sowas drin, Untote. Und dann gibt es noch eins sozusagen wie der Guten. Da sind dann Menschen alles mögliche mit drin. Also auch sehr cool. Bestiarium damals sogar schon mit Waldgoblins, mit Nachtgoblins, Snapplings. Riesenwölfe, Wildschweine, also da ist schon alles mit drin gewesen. Richtig cool. Auch die Illustrationen vom Chaos damals war schon richtig fett. Da haben wir auch Khorne, Nurgle, Tsinch, Slaanesh und die Tiermenschen. Mit Chaoszentrauren, Drachenoger, war alles schon mit drin. Dann sind wir auch schon bei der fünften Edition, 1996 erschienen. Da haben wir dann sozusagen die Bretonen gegen Echsenmenschen. Das waren die Echsenmenschen, komplett neues Volk, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir das Rulebook und das Battlebook. Und die Edition ist auch schon, da sieht man direkt einen Unterschied, die war direkt bunt. Also da ist jede Seite bunt im Vergleich zur vierten Edition. Da war noch alles weiß. Und die haben alles so ein bisschen Comic-mäßig gemacht. Wahrscheinlich, um auch eine jüngere Zielgruppe noch zu finden. Fand ich eigentlich ganz witzig. Ja, was hier jetzt nicht drin ist, wie in der vierten Edition, der Inhalt von der Box. Aber ich kann euch genau sagen, was drin ist. Wir haben sozusagen 24 bretonische Bogenschützen mit drin und, 12 Ritter, also 36 Bretonen. Und wir haben 32 Skinks und 20 Sauruskrieger drin. Also 52 Figuren von den Echsen, 36 von den Bretonen, da sind wir bei 88 Miniaturen. Im Vergleich zur vierten Edition hatten wir 104, jetzt 88, sind also weniger geworden. Aber hier haben wir halt Berittene. Aus meiner Sicht, also gerade beim Bemalen 10 Berittene für mich immer als 2. Von daher ist ein ähnlicher Inhalt geboten. Außerdem haben wir auch Pappgelände drin, natürlich Regelbuch, das Battlebook und natürlich auch noch Würfel, die verschiedenen Stäbe. Und noch kurz Regeln. Im Endeffekt hier ähnlich aufgebaut. Wir haben wie immer die Runde, Movement, das Ganze mit dem Wheel und sowas. Das werden wir in Old World wahrscheinlich auch wieder finden. Das jetzt auf Englisch. Ich weiß nicht, warum wir es auf Englisch gekauft haben. Aber im Endeffekt sehr ähnlich wie die vierte Edition. Also alles bunt. Hier diese Comics. Ich fand es eigentlich unterhaltsam. Aber das ist jedem überlassen, wie er das gefunden hat. Oh mein Gott, habe ich da viel angestrichen. Dann haben wir hier noch zur fünften Edition das Battlebook. Und da wird über das komplette Tabletop-Hobby gesprochen. Was ist zu Warhammer? Welche Armee soll man aussuchen? Hinweis auf den White Dwarf. Hier alte sozusagen Boxen von den verschiedenen Völkern. Die kenne ich noch sehr gut, die Goblin-Box. Hier den habe ich auch, Azak the Slaughterer. Wie baut man einen Tisch? Wie baut man Gelände? Also da gab es ja dann auch noch so Geländebau-Companion, die habe ich natürlich auch. Welche Materialien braucht man? Wie grundiert man? Also ein komplett umfangreiches
Hobbybuch sozusagen. Die uralten Citadel-Farben. Wie bemalt man jetzt einen Breton? Was sehr filmvoll ist, weil hier in der Box war ja sozusagen auch Breton halt mit drin. Wie based man die dann später? Was für Farben hat man benutzt? Also richtig cool. Dann auch, wie stiftet man? Hat man bei, gerade bei vielen Zinnmodellen, hat man damals noch gestiftet, wenn die hier so Überhang haben, dann bricht dann der Arm nicht so leicht ab. Welche Materialien braucht man noch? Also sehr, sehr umfangreich. Und jetzt kommen wir hier zum Bestiarium. Und im Endeffekt ist das genauso wie vorher auch bei dem 4. Edition Bestiarium. Hier diesmal eine schöne bunte Landkarte. Und alles halt sehr, sehr bunt. Und jetzt hat auch jede Fraktion sozusagen nochmal eine Karte mit dazu bekommen. Also eine detaillierte Karte. Das fand ich richtig gut. The Empire. Hier im Endeffekt Altdorf, die Hauptstadt. Dann Nullen, wo die Artillerieschule mit drin ist. Talapheim, Mittenheim, Marienburg. Wir haben hier Kislev mit drin, The Mut, wo dann die Halblinge drin wohnen. Sehr, sehr cool. Also die 5. Edition hat mir schon allein halt sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil im Endeffekt jedes Volk nochmal ein bisschen mehr Hintergrund mit seinen mit Landkarten und sowas auch bekommen hat. Dann haben wir hier die Echsenmenschen, mit die neu gewesen sind, und die spielen ja dann sozusagen auf Lustria, das ist dann die neue Welt. Und da waren schon coole Modelle mit drin. Genau, und das da hier sind die Skinks, die mit dabei waren. Die sahen alle gleich aus. Und das da waren im Endeffekt die Saurus-Krieger, die alle gleich aussahen. Aber ich fand die nicht schlecht, davon habe ich auch noch einige Modelle. Werde ich vielleicht auch mal jedes Volk, was ich habe, nämlich die Orks, Goblins, Echsen und auch Imperium, mal vorstellen. Das packe ich jetzt aber nicht mehr in das Video rein, weil das eh schon ziemlich umfangreich ist. Aber hier die Orks und Goblins, die haben überhaupt keine Karte. Nö. Die leben im Endeffekt dann überall. Hauptsächlich in Gebirgen und auch in Wäldern. Hochelfen, die sind auf Ulduan, das alte Atlantis. Damals hier diese Gebäude von Hochelfen fand ich auch schon immer cool. Die Dark Elves, die in Nagaroth wohnen, auch hier immer noch. Jeweils mit den ganzen Einheiten. Stats, richtig cool. Die Zwerge am Weltrandgebirge, die ganzen verschiedenen. Karak-Acht-Gipfel, Zufbar, Karak-Akara, Karak-Draz. Das kennt man ja auch viel aus Total War Warhammer. Und ich glaube auch, weil Total War Warhammer 1, 2 und 3 so erfolgreich sind, war bestimmt auch mit ein Grund, The Old World mit rauszubringen, aus meiner Sicht. Und das düstere Chaos. Das da hier, habe ich schon immer gedacht, sieht eher aus wie so ein Chaos-Zermalmer von Warhammer 40k. Können die Zeit reisen? Man weiß es nicht. Dann noch die Waldelfen. Im Forest von Loren. Und die Untoten. Khemri sind hier noch gar nicht erwähnt. Übrigens, wir haben hier das Land des Todes. Und das ist hier noch mit Vampiren auf jeden Fall. Also es sind ganz normalen Untoten, nicht Khemris. Das Nagash, noch ein altes Modell. Hier, den fand ich schon immer gut. Das ist ein sehr schönes altes Modell. Heinrich Kemmler. Und wir haben die Chaoszwerge, die sind irgendwann verschwunden, die in Haschut wohnen. Das ist Skaven natürlich. Wir haben auch keine Landkarte. Ich glaube, in der späteren Edition sieht man nochmal die Landkarte, wo alles untertunnelt ist. Die sind in der alten Welt überall. Und wir haben verschiedene Monster. Drachen. Den habe ich auch. Das ist mein geliebter Riese. Die habe ich auch. Halblinge. Okay. Als Monster. Mhm. Ogre.
Und hier sind wir sozusagen alle Stats vereint. Also das war schon richtig cool. Dann haben wir die 6. Edition. Leider finde ich meine Bücher dazu nicht mehr. Bisschen schade. Aber da ging es um Orks gegen Imperium. Eine sehr schöne Box war das eigentlich. Da waren sozusagen 34 Ork-Krieger drin, ein Streitwagen und ein General. Und bei den Imperialen waren 34 Soldaten drin, eine Kanone und ein General. Und dann noch eine Ruine aus Pappe. Also gerade mit den Völkern Imperium gegen Orks finde ich eine sehr starke Box. Die hat mir richtig gut gefallen. Dann haben wir die 7. Edition Angriff auf den Schädelpass Zwerge und Goblins. Richtig geile Box. Da sieht man auch, glaube ich, den Inhalt von der Box. Das ist sozusagen das Einsteigerbuch. Da waren jetzt auch das erste Mal die Regeln als kleines Büchlein, was ich eigentlich ziemlich geil fand. Das gab es dann später bei Warhammer 40k auch, weil das konnte man halt super gut einfach blättern. Es war zwar auch alles schwarz-weiß, nicht bunt, aber da waren alle Regeln drin. Und das fand ich einen großen Fortschritt einfach, weil das konnte man einfach am Spieltisch sehr gut in der Hand halten und nachschlagen. Richtig gut. Wer es aber doch größer haben wollte, der konnte auch das Regelbuch sozusagen einzeln kaufen. Ich weiß nicht, warum ich es auf Englisch und auf Deutsch habe. Und da war es dann auch schon sehr, sehr tolles Artwork. Also weg von diesem Comic-Style von der 5. Edition. Großflächige Bilder. Das war schon richtig stark. Also da ist in der 7. Edition auf jeden Fall vom Artwork her alles schon noch ein bisschen erwachsener geworden. Also hier sieht man auch dieses verbrannte Pergament oder benutzte. Vom Inhalt war da aber auch sehr viel mit Sammeln, Basteln und sowas. War schon alles mit drin. Richtig gut. Verschiedene Schlachtfelder. Und aber jetzt hier in der Mitte wurde es dann doch wieder schwarz-weiß. Das hat man aber in der 5. Edition komplett alles bunt gehabt. Okay. Auf die Regeln gehe ich natürlich jetzt nicht ein, aber es gibt immer noch Schwenken, gibt Flanke, Rücken, alles Mögliche. Das ist jetzt die komplette Welt. Da ist noch ganz viel, was damals gar nicht behandelt wurde. Hier Hinterland von Kuresh, Nippon, Katai, das große Katai, östliche Steppen, Königreich von Ind, die verlorenen Inseln von Elitz, wie auch immer, Turm der aufgehenden Sonne. Lucia hatten wir auch schon gehabt, Nagaros ja auch. Das ist eine richtig geile Karte. Der Kriegsherr reitet aus Morgott der Toten. Genau, und das da sind, glaube ich, auch die Artworks von den damaligen Armeebüchern dann. Bretonia. Auch schon geiles Gelände. Das Chaos. Die Elfen, Waldelfen sind das jetzt hier. Dann die Hochelfen, sehr geil. Düster, trotzdem gibt es eine Hoffnung. Das Licht in der Dunkelheit. Die Dunkelelfen, ganz, ganz böse. Die Orks und Goblins, die sind lustig. Das habe ich auch, das Armeebuch. Gut, hier habe ich alle von Orks und Goblins. Und die Zwerge, das finde ich ein richtig geiles Bild von dem Zwergen-Armeebuch. Auch von den Farben einfach hier, das Gold, Blau, Weiß, Dunkel, Hammer. Das ist so eine coole alte Zwergenschmiede, die verteidigt wird, auch richtig cool. Die Untoten, richtig düster, richtig geiles Artwork. Und hier, so 7. Edition, sind die Gruftkönige von Khemri mit drin. Da gucken wir nachher auch mal nochmal genau im Vergleich dann auch von den Miniaturen. Das müssten eigentlich die gleichen sein. Und das, um es schon mal vorwegzunehmen, ist natürlich nicht ganz so geil, weil die 7. Edition ist sozusagen 2006 rausgekommen. Jetzt haben wir 2024.
Das heißt, die ganzen Miniaturen sind 18 Jahre alt. Ja, gucken wir uns gleich mal an. Skaven, mega geiles Artwork. Und dann natürlich die Echsenmenschen hier mit dem Slangpriester, der gerade Magie wirkt. Auch sehr, sehr, sehr fett. Also der ganze Hintergrund von Warhammer Fantasy ist schon mega fett, finde ich. Auch hier, wo wir gerade bei fett sind, die fetten Ogre. Das Einsteigerbuch ist deutlich bunter. Das sieht noch aus wie so Warhammer 5. Edition noch so ein bisschen. Und genau, 2006 rausgekommen. Was ist drin? Gibt es da noch? Die Zwergenarmee. Ja, genau. Genau, da sind sie ja alle drin. Wir haben 12 Zwergenkrieger. Und das sind auch schöne Zwergenkrieger. Also die Edition war von den Miniaturen richtig cool. Weil er auch schon noch verschiedenartige, also man konnte ihn verschiedene, es waren zwar auch, glaube ich, diese Easy-Fit-Modelle, aber schon verschiedene. Und man hat direkt schon eine Kommandokuh mit dabei gehabt. Hier sieht man Standartenträger, den Bläser, den Musiker, hier genauso. Also das war schon richtig geil. Weil bei allen anderen hat man immer nur die Grundeinheiten gehabt und die Standartenträger und sowas musste man sich dann meistens als Zinnminiatur noch dazu kaufen. Das heißt also, wir haben 12 Zwergenkrieger, 10 Musketenschützen, richtig schöne Modelle auch, 8 Bergwerker, die sind auch schön gealtert. Und bei, das sind sozusagen dann 10, 20, 30 Stück. Und bei den Nachtgoblins, das sind nur Nachtgoblins, ah ne, da sind auch noch Waldgoblins mit dabei, haben wir 20 Speerträger. 20 Nachtgoblin-Bogenschützen, auch schon viel schöner als die alten von der 4. Edition. Und wir haben hier sogar Kavallerie von den Gobbos, nämlich die Waldgoblin-Spinnenreiter. Die finde ich richtig gut. Da habe ich ganz viele noch von. Da haben wir hier das Spinnenbase sozusagen. Da kommt die Spinne dann drauf. Und da kommt dann ein cooler Gobbo drauf. Sollte man natürlich einzeln bemalen. Und dann sieht es auch richtig cool aus. Ich glaube, dazu habe ich noch kein Bemaltutorial. Muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich dazu noch eins. Das heißt, wir haben 40, 50 Gobbos. Also insgesamt 80 Modelle. Kurzer Vergleich nochmal. 5. Edition waren 88 Modelle und 4. Edition 104. Es sind zwar weniger drin, aber deutlich besser auf jeden Fall von den Miniaturen, von der Gestaltung her. Und man hat auch direkt spielbare Kommandokuhs mit dabei. Richtig geil. Ja, das ist sozusagen Kurzstartregeln, Bewegung, Schussphase. Und das finde ich nicht schlecht. Da konnte man direkt dann damit einsteigen, wenn man die zusammengebaut hatte. Das war sozusagen schon, um das Spiel auch ein bisschen einfacher, zumindest an den Mann, an die Frau zu kriegen. Weil so konnte man direkt ein bisschen üben. Und ein bisschen loslegen, direkt ohne jetzt das riesige Regelwerk zu studieren. Genau, dann das Modelle bemalen, auch richtig gut. Nämlich die Modelle, die auch in der Box drin sind und nicht irgendwelche anderen Modelle. Das ist schon ein bisschen in Form von den ganzen Hachette-Abos, wo man dann mit zwei Modellen anfängt oder drei Modellen und dann die schon direkt in dem Heft, in dem Sammelheft ein Bemaltutorial dazu hat. Das finde ich richtig gut. Also das war richtig einstiegsfreundlich. Dann haben wir hier die 8. Edition, die 2010 rausgekommen ist, bis 2015 sozusagen gehalten hat. Dann wurde sie zerstört. Und das ist natürlich schon ein Brocken. Guckt mal hier nochmal die 7. Edition und dann eben nochmal die 4. Edition. Also ist es halt schon echt richtig dick geworden. Da kann man schon ein bisschen Angst kriegen, wenn da so ein dickes Buch dann da auf einen sozusagen zukommt. Aber es hat alles in einem Buch auch mit drin. Das ist sozusagen die letzte Warhammer Fantasy Edition gewesen, die 8. Edition. Da gab es die Schlacht auf der Blutinsel und da waren dann Hochelfen und Skaven drin. Auch richtig geil. Gucken wir ganz kurz rein. Also schon sehr geiles Artwork, richtig Hardcover. Dann hier noch das coole Lesezeichen, richtig gut. Das hat man auch schon alles irgendwo gesehen, aber das sieht jetzt schon richtig geil aus. Richtig großflächig. Ja, ich werde da gar nicht so viel
durchblättern. Alles schon ein bisschen düster, auf jeden Fall. Also schon so ähnlich wie die 7. Edition. Und da ist auch alles enthalten. Also Auf in die Schlacht. Das sieht hammergeil aus. Das hat mich so abgeholt. Hier diese Belagerung. Ja, das sind alles wieder Regeln. Sehr viele Truppenbewegungen. Oh. Hochelfen gegen Dunkelelfen. Sehr geil. Auch geiles Gelände hier im Hintergrund. Sehr, sehr fett. Also gerade diese doppelseitigen Bilder sehen halt schon sehr geil aus. Hier ist auch nochmal die große Karte. Wobei die aus der 7. Edition hat mir eigentlich besser gefallen noch. Es war ein bisschen besser gestaltet. Wobei hier die Ränder sind natürlich auch sehr schön gestaltet. Das sieht ja auch fett aus. Böse Chaosbelagerung. Genau, und das sind auch wieder die Cover von den Armeebüchern dann gewesen zu dem Zeitpunkt. Die Zwerge, das kennen wir auch schon, das Bild. Also, oh, das ist neu, sieht auch richtig gut aus. Also es kamen auch immer neue Illustrationen mit dazu. Und das sieht auch so ein Skizzenbuch auch immer sehr schön. Dunkelelfen. Das haben sie schon gut gemacht. Oh, da sieht das Chaos richtig gut aus. Ja, guck mal hier, die Nordland und im Schatten des Chaos. Ja, klassisch halt Zwerge gegen Orks. Hier haben wir auch wieder die Gruftkönige von Khemri. Oh, da steht jetzt aber gar nicht so viel dazu. Dann haben wir die Vampirfürsten, das sind dann die normalen Untoten. Die Skaven, auch ein sehr schönes Bild. Dann auch die Skaven-Waffen, die fortschrittlichen. Also jede Edition hat nochmal ein bisschen mehr irgendwie ins Artwork mit reingebracht. Die Echsenmenschen, Oger. Dann haben wir hier eine riesige Miniaturengalerie. Das sind unzählige Seiten. Also gerade um sich Inspiration zu holen, ist das natürlich großartig. Das sieht natürlich auch großartig aus. So ein Diorama, das sind richtig coole Türme. Und das, da sind schon sozusagen die Flugzwerge, die Caradon Overlords, also bei Age of Sigma, werden hier sozusagen geteasert. Also sehr geile alte Zwergenfestung. Sehr, sehr fett. Dann die Invasion von Ultuan sozusagen durch die Dunkelelfen. So, das war's mit der kurzen Besicht über die verschiedenen Editionen. Ich hoffe, das hat euch nicht gelangweilt. Wenn nicht, könnt ihr einfach auch springen. Nach den ganzen Editionen ganz kurz noch mal eine Übersicht über die Armeen, was ich für Armeebücher habe. Haben die Ogerkönigreiche, das Imperium, das fand ich ein richtig geiles Armeebuch auch. Da sieht nämlich das Imperium schon nicht mehr so strahlend aus, sondern auch so ein bisschen alt verfallen. Also es kommt hier in dem Armeebuch richtig gut rüber. Die Hochelfen, edel, aber auch gefährlich. Orks, wie immer, sehr, sehr geil. Skaven, habe ich ein älteres Armeebuch. Bretonia. Sehr, sehr bunt, aber so sind sie halt, die Ritter. Echsenmenschen, düster, geheimnisvoll. Das Chaos, brutal. Hier die Untoten, auch noch so ein bisschen im Comic-Look. Da gibt es dann später, wie ich gezeigt habe, ja schon deutlich düstere Cover, Illustrationen. Die Waldelfen, Dunkelelfen, da sind die schon richtig düster. Und es gab auch noch Söldner. Zusätzlich habe ich da noch Festungen gehabt. Da haben wir auch sehr viele Festungen, Eroberungen gemacht. Dann Warhammer Chroniken, Teil 1, Teil 2, Teil 3. Da sind sozusagen ganz viele White Dwarf Artikel mit drin, die veröffentlicht wurden. Und die wurden sozusagen zusammengefasst. Und dann noch so ein paar kleine Spiel-Szenarios. Richtig geil.
Götzenbild des Gorks. Vielleicht werde ich das mal für Old World ummünzen. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Nemesis-Krone und die Eroberung der neuen Welt. Und jetzt habe ich euch lang genug auf die Folter gespannt. Jetzt kommt endlich das Unboxing von Warhammer The Old World, die Edition der Gruftkönige von Khemri. Richtig geile Box, richtig hoch auch. Also die anderen Boxen waren immer so ja, halb so hoch eigentlich. Starker, dicker Karton. Schönes Artwork auf jeden Fall. Wenn jetzt hier der Inhalt auch wirklich dann so geiles Skelett wäre, wäre alles gut. Ist es aber nicht ganz, wie ich schon vorher gesehen habe, bei verschiedenen Illustrationen, die man bei der ganzen Berichterstattung von Warhammer The Old World gesehen hat. Aber das werden wir uns gleich mal angucken. Wir haben hier, das sind genau die alten gleichen Zollstücke, die es früher gab. Die Schablonen sind aus meiner Sicht auch genau die gleichen, nur jetzt halt eine andere, vorher waren sie glaube ich grün jetzt, und auch weiß. Jetzt sind sie halt so orangefarben, sehen schön aus, aber sind glaube ich wirklich die gleichen. Skelettpferde, noch mehr Skelettpferde. Das ist sozusagen dann das neue Modell, nämlich diese, noch mehr Pferde. Dieser Skelettdrache, der wird natürlich, der sieht richtig cool aus, finde ich. Und ansonsten haben wir jetzt hier, das sind die alten Streitwägen. Eins, zwei, drei Streitwägen. Dann haben wir hier die verschiedenen Gussrahmen für die Bogenschützen und auch schon Speerträger mit Schilden. Das sind einige. Zählen wir gleich mal zusammen, wie viele Modelle es dann insgesamt sind. Und das sind sozusagen die Torsos dazu. Die muss man wirklich also alle einzeln zusammenbauen. Finde ich generell nicht schlecht, weil da kann man verschiedene Positionen auch noch annehmen. Das ist sehr, sehr viel Plastik dabei. Da sind dann die Reiter und auch die Infanterie. Das waren die Reiter, das ist jetzt die Infanterie mit verschiedenen Köpfen. Ja, also ich finde diesen Zusammenbau von den wirklich einzelnen Teilen mit Torso, Köpfen und so generell immer gut. Ist zwar ein bisschen aufwendiger als diese Easy-Fit-Modelle, aber man hat auch mehr Positionsmöglichkeiten. Also, da kommt einiges raus. Steht hier auch drauf, von wann die gedruckt sind. Ja, da steht sogar. Also, ich mache überhaupt kein Geheimnis draus, Games Workshop. Das sind sozusagen Gussrahmen von 2005. Und hier, das da sind sogar Gussrahmen von 2002. Noch mehr Grabsteine. Verschiedene Waffen. Ganz viele verschiedene Köpfe. Noch mehr Köpfe, Grabsteine, Köpfe, Torsos, Beine, Arme. Wenn man das alles dann hat, ist wie bei verschiedenen anderen Publikationen dann halt nochmal so ein Trenner, der das darunterliegende schützt. Und hier haben wir das coole Regelbuch. Das sieht fast aus vom Umfang her wie auch das 8. Editionsbuch. Legen wir gleich mal zusammen. Wir haben hier sozusagen Zusammenbau von den verschiedenen Miniaturen. Das finde ich gut. Da der Nekrolith-Knochendrache. Der wird richtig fett. Den werde ich auf jeden Fall auch relativ zügig malen. Der gefällt mir richtig gut. Und wir haben hier noch den Monarch von Neherakara zu Fuß. Das ist auch ein neues Modell. Alles andere sind sozusagen alte Modelle. Und das Heer der prächtigen Prinzen Ptoletor, 1250 Punkte. Das müsste dann sozusagen jetzt, glaube ich, die Armee sein, die dann hier auch wirklich drin ist. Das finde ich gut, dass es da so eine Armeeliste schon dafür gibt.
kann man direkt zusammenbauen, loslegen. Das haben wir nicht, noch schon. Wir haben sogar Würfel drin. Das sind die ganz normalen Standardwürfel. Hier ist auch ein Abweichungswürfel. Scheint auch ja, Abweichung wieder zu geben. Wir haben ganz viele Bases. Und da sehe ich schon, ich glaube, die Skelette waren früher auf kleineren Bases. Und zwar, wenn mich nicht täuscht, auf den hier. Vergleichen wir gleich mal. Oh, hier ist schon was rausgegangen. Und dann haben wir noch das riesige Base, wahrscheinlich von dem Drachen. Ausgepackt sieht es dann so aus. Also es ist schon relativ viel Plastik mit drin, muss man schon mal sagen. Dementsprechend braucht man natürlich auch relativ lang, bis man das Ganze zusammengebaut hat. Aber gehört ja alles zum Hobby mit dazu. Also insgesamt ist in der Box dann sozusagen das 352-seitige Regelbuch für The Warhammer The Old World enthalten. 21 sechsseitige Würfel, die Schablonen und Messstäbe. Und aus dem ganzen Plastik können wir 93 Zitadellenminiaturen herstellen. Und zwar einmal Priester des Todes auf dem riesigen Knochendrache, ein Gruftkönig, das sind die beiden neuen Modelle, 40 alte Skelettkrieger von 2002 oder 2005, 32 Skelettbogenschützen von 2002 oder 2005, 16 Skelettreiter und 3 Skelettstreitwagen. Wenn wir das jetzt vergleichen, im Vergleich zur vierten Edition 104 Miniaturen, allerdings sind die dann alle fast Monopose ohne Kommandoeinheiten und auch nicht ein riesiger Drache noch mit dabei oder General oder sonst irgendwas. Dann fünfte Edition haben wir 88 Miniaturen. Da haben wir schon auch Berittene mit dabei. In der sechsten Edition haben wir 72 Miniaturen drin. Das sind auch dann meistens gleiche Modelle. Aber wir haben schon einen Ork-General und einen Imperiums-General drin und jeweils eine Kriegsmaschine, nämlich eine Kanone auf der Imperiums-Seite und einen Streitwagen auf der Ork-Seite. Und in der siebten Edition haben wir nur 80 Miniaturen drin und haben da aber schon jeweils Kommandoeinheiten mit dabei. Und in der achten Edition haben wir dann Hochelfen und Skaven drin. Da weiß ich allerdings jetzt nicht genau, wie viel da drin waren, aber ich denke auch mal irgendwas um die 80. Das ist jetzt auf jeden Fall schon eine richtige Armee, haben wir gesehen, ich glaube 1250 Punkte, eine Einzelarmee. Mir hätte trotzdem besser gefallen, wenn es halt zwei kleine Armeen gewesen wären, sozusagen Bretonen und dann Gruftkönige zusammen. So kann man halt mit dieser einen Armee, auch wenn man sie dann zusammengebaut und bemalt hat, schon direkt auch starten. Und man hat ein riesiges Monster schon mit dabei. Also von daher, ja, wir haben alte Miniaturen von 2002 und 2005. Aber wir haben zumindest bei den zwei großen Skeletteinheiten jeweils eine Kommandokuh mit dabei. Bei den Rittern haben wir eine Kommandokuh mit dabei. Und bei den jeweiligen einzelnen Bogenschützeneinheiten haben wir keine Kommandokuh dabei. Und auch bei den Skelettreitern Bogenschützen auch keine. Bei den Skelettstreitwagen, da ist zumindest auch ein Kommandostreitwagen, glaube ich, noch mit dabei. Wir haben einen General zu Fuß und einen General auf mächtigen Drachen. Und gerade so Einzelminiaturen auf Drachen sind auch schon relativ teuer. Also von daher, es wird auf jeden Fall auch was geboten. Zumindest eine erste spielbare Armee. Wie die sich nachher auf dem Schlachtfeld schlägt, kann ich natürlich noch nicht sagen. Aber der Drache zumindest, der sieht schon mal richtig gut aus. Ganz kurz zu den Bases. Wir haben hier sozusagen das 25mm Base, das Kavallerie-Base, Streitwagen-Base oder halt größere Kriegsmaschinen und dann halt jetzt hier dieses für den Megadrachen. Das ist schon echt riesig. Das hier, das 20mm Base, was früher halt für die kleineren Völker oder Einheiten gab, zum Beispiel Nachtgoblins, ich glaube Menschen haben auch drauf gestanden, Hochelfen, das gibt es gar nicht mehr, sondern es wird jetzt alles hier auf das 25mm Base sozusagen umgestellt, das hier auch die Orks zum Beispiel schon immer hatten. Und das finde ich ganz gut, weil bei Nachtgoblins war jetzt nicht so das Problem, aber bei zum Beispiel Hochelfen oder auch Menschen, die haben natürlich das Problem gehabt, dass sie in Einheitenformationen, das ist ja ein Rank-and-File-System, nebeneinander auf dem kleinen Base nicht so gut gestanden haben, weil die teilweise ja ein bisschen dynamischere Posen hatten und dann konnten wir sie nicht so gut nebeneinander hinstellen. Genau, ich habe hier noch einen alten Zwerg auf dem 20mm Base.
Das geht ja noch einigermaßen. Aber jetzt hier sieht man zum Beispiel einen Dunkelelfenkrieger auf dem 20mm Base. Der hat hier schon übergestanden. Und hier sieht man auch, der Umhang steht über das Base. Davon dann 5 nebeneinander und dann 8 hintereinander zu stellen, war schon eine Herausforderung. Wenn man den jetzt hier auf das 25mm Base steht, hat man natürlich entsprechend mehr Platz. Und das ist schon echt gut. Oder hier die Zwerge. Sehen dann auch ein bisschen mächtiger noch aus. Meine alten Völker sozusagen, Gobbos und sowas, werde ich wahrscheinlich nicht umbasen. Muss ich mal überlegen. Aber hier kurz nochmal, das ist ein Bannerträger und ein Champion, glaube ich, die jetzt auf den kleinen 20mm Base, das ist schon, sieht nicht so gut aus. Also einen Schritt auf 25mm Base zu gehen, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. So können die dann auch später, wenn sie neue Miniaturen rausbringen, von Menschen, Zwergen, Dunkelelfen, alle, die auf kleinen Bases stehen, hat man natürlich auch designtechnisch ganz andere Möglichkeiten, noch in die Miniaturgestaltung zu gehen. So ist es doch sehr gedrängt. Zum Beispiel, wenn man jetzt die so schon nebeneinander stellt, geht gerade so, aber es wirkt natürlich sehr, sehr gedrungen. Das Schwert schneidet dem schon die Haare ab. Also ich kann es nachvollziehen. Das Kavallerie-Base ist genau das gleiche wie vorher auch schon. Hat die gleiche Größe. Das ist auch von 1998. 25mm von 2001. Das gab es wohl dann auch schon vorher. Das für Streitwagen 2002. Und das hier gab es auch schon 2010. Das kenne ich noch gar nicht. So große Miniaturen habe ich gar nicht gehabt. Zum Buch. Die gute Nachricht ist, das Warhammer The Old World Buch ist auf jeden Fall nicht ganz so dick wie das 8. Editionsbuch. Es ist auch Hardcover. Hat auch ein Lesezeichen. Nicht ganz so schön wie hier das. Und vom Design her finde ich schön gemacht. Das Blau gefällt mir gut. Die anderen waren immer so ein bisschen rötlich. Wir haben hier schon die Völker, die sozusagen aktuell groß mit dabei sind. Zwerge, Orksen, Goblins, Chaos, Khemri, Hochelfen, Imperium. Alle anderen und Skaven, glaube ich, hier noch. Und welche sind das? Weiß ich nicht genau. Alle anderen werden aber zumindest auch mit spielbar sein. Aber wahrscheinlich werden die erst später nochmal dann publiziert oder so. Was weiß ich. Das weiß ich noch nicht genau. Wie gesagt, Regeln habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt. Aber vom Inhalt her gehen wir trotzdem ganz kurz mal durch. Wir haben hier wirklich nur die alte Welt. Wir haben jetzt hier keine Landkarte von der Gesamtwelt. Es könnte aber natürlich sein, dass das dann auch nach und nach kommt, je nachdem, wie gut The Old World ankommt. Und hier sehen wir sozusagen die Inhaltsangabe. Und da kann man auch gut sehen, wie das aufgeteilt ist. Hier ist sozusagen die Welt der Legende. Das ist komplett alles nur Fluff, also Hintergrundwissen, auch zu den einzelnen Völkern hier. Das Land der Ritterlichkeit, Bretonen, Königreich des Südens, verzauberte Wald, Waldelfen, Herren von Ulduan, Elfen, also Hochelfen, die Ahnengötter, könnte gut Zwerge sein, eine grüne Bedrohung durch Orks und Goblins, Gruftkönige von Cambris und die Verlorenen und Verdammten, die Bestien des Waldes, Wölfe des Meeres, Land aus Eis und Schnee, regiert von Drachen. Okay, also wie gesagt, Hintergrund, dann haben wir Grundprinzipien, Profile von Modellen, dann wie man Einheiten bildet, wie man Verluste entfernt, und die verschiedenen Gruppentypen. Magie. Und dann fangen sozusagen die Grundregeln an, nämlich die Zugabfolge, Strategiephase, das ist neu. Das ist so ähnlich wahrscheinlich wie bei Warhammer 40k, die Kommandophase. Bewegungsphase, Bewegung im Detail, Angriffsbewegung, Fliehen und so weiter. Dann haben wir Fernkampfphase. Nahkampfphase, also ist eigentlich immer noch genauso aufgebaut wie auch bei den verschiedenen anderen Editionen. Nahkampf wählen, Kampfergebnis berechnen, Auftriebstest, cool. Nachrücken verfolgen, genau, Psychologie, auch wichtig. Und dann, also 114 bis 160 sozusagen die Grundregeln.
Und dann gibt es noch die fortgeschrittenen Regeln. Ungewöhnliche Formationen, offene Ränge, lockere Formationen. Schön, dass es das immer noch gibt. Das waren dann zum Beispiel Elfenspeer oder die Bogenschützen von dem Imperium. Die konnten dann locker, also ohne dass sie in Reihe und Glied sich bewegen mussten mit Wielen und so weiter, konnten sich so bewegen. Dann Infanterie, Kavallerie, Streitwagen, Monster, Kriegsmaschinen, Kommandoabteilungen gibt es immer noch. Champions, Standartenträger, Musiker, also ganz klassisch. Wir haben Charaktermodelle, General, Armeestandarte, auch klassisch wie in anderen Editionen. Berittene Charaktermodelle, okay. Charaktermodelle und Formationen. Herausforderungen gibt es auch noch. Waffen des Krieges, natürlich Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen, Rüstung. Ungewöhnliche Rüstung, zusätzliche Ausrüstung, Kriegsmaschinen, Speerschleudern, Steinschleudern, Kanonen, Orgelkanonen, Mörfer, Flammenwerfer. Ist also auch wie in den anderen Editionen. Wie viel Gelände? Okay. Dann Warhammer-Armeen, Punktwerte und Spielgrößen, Aufmarschliste, Armeeliste, Anzahl der Einheiten, Söldner, oho, Verbündetenkontingente, finde ich gut. Da kann man also auch wahrscheinlich dann mit zum Beispiel Hochelfen im Imperium zusammenspielen, finde ich gut. Und dann Schlachtfeld aufbauen, dann hier die verschiedenen Szenarien, die muss ich mir noch angucken. Kampagnen kann man auch spielen, erzählische Schlachten, freies Spiel und sowas. Das hat man auch bei Age of Sigmar schon mal gesehen. Und dann gibt es noch die Magielehren, Kampf, Dämonologie, Schwarze Magie, Elementarismus, Weiße Magie, Illusion, Nekromantie, War-Magie, also War-Magie. Das war früher ein bisschen anders aufgeteilt. Da gab es Nebel, Schatten, Amethyst, Feuer, Himmel, Licht, Leben und so weiter. Das haben sie, also hier haben sie auf jeden Fall was geändert. Magische Gegenstände und Referenz und Index. Index finde ich mir sehr gut. Das erinnert auch so ein bisschen aus den alten Editionen. Nur relativ leer die Schlachtfeldmitte. Das haut mich jetzt noch nicht so um. Hier die Illustrationen sind ganz schön. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die 5. Edition mit dem Comic. Ja, hat auf jeden Fall was davon. Halt nicht so bunt. Hier gibt es auch wieder so eine Zeitübersicht. Und die geht bis 2250. Im alten 8. Edition-Buch geht es sozusagen bis 2522. Und da beginnt nämlich dann sozusagen die Endtimes. Hier sind wir also noch früher, endet die Geschichte. Und mal gucken, was da noch irgendwie kommt. Das ist ein Technikus vom Imperium, würde ich jetzt mal so sagen. Das sieht richtig geil aus. Oder wahrscheinlich sogar eher ein Inquisitor des Imperiums. Auch ein sehr schönes bretonisches Bild, Artwork. Ein bunter bretonischer Ritter, der hier so die Chaoskrieger zurückdrängt. Relativ düster, aber in der Mitte ist das Bild halt schön bunt hell. Dann die Waldelfen von Attil Loren sind auch erwähnt auf jeden Fall. Auch ein sehr schönes, düsteres Artwork. Ja, das kennen wir schon. Das ist ein aus der 7. Edition oder 8. Edition ist das schon sozusagen geliehen, das Bild. Trotzdem sehr schön. Dann, das ist auch das Cover vom Armeebuch von den alten Zwergen. 8. oder 7. Edition. Ja, das ist auch ein Artwork von, ich glaube sogar 5. Edition Orks. Dann hier die Gruftkönige von Khemri. Das Artwork habe ich auch schon gesehen. Und das Chaos. Ich glaube, das war auch das Cover von irgendeines der letzten Armeebücher. Das könnte sogar das Artwork von Angriff auf den Schädelpass sein. Zwerge gegen Gobos, das sieht auch richtig gut aus. Das kenne ich noch nicht. In Bewegung, voll die Aktion, voll die Action, sehr düster. Finde ich ziemlich geil. Und wie auch in den anderen Editionen hat man dann irgendwo mittendrin nochmal so eine Sektion, wo die ganzen Völker bemalt nochmal zu sehen sind. Und da sieht man dann auch schon die ganzen Miniaturen auf den 25mm Base, obwohl sie vorher die Menschen auf 20mm Base waren. Und da sieht man, sieht doch schon ein bisschen entspannter aus. Gerade hier hinten. Schon nicht schlecht. Da haben wir das Imperium. Dampfpanzer habe ich natürlich auch. Den habe ich leider noch nicht. Muss ich mir noch holen. Aber ich habe noch ein cooles andere Sache. Und zwar hier dieses celestische Orkanium. Hoho. Das werde ich demnächst dann auch mal zusammenbauen und anmalen. Dann das Königreich Bretonia. Auch hier die Landsknechte auf großen Bases sehen auch cool aus. Reich der Waldelfen.
Reiche der Hochelfen. Zum Drachen habe ich, glaube ich, auch. Oh Mann, es gibt viel zu tun. Den haben wir auch. Und die Stämme der Orks und Goblins. Das neue Modell, in Anführungszeichen neue Modell, habe ich nicht. Ich habe noch das alte, aber ansonsten den habe ich, den Snotling-Kobelwagen habe ich, den Streitwagen habe ich. Was sind das? Irgendein Ork-General, die Snotlings, Steintrolle, normale Orks, normale Ork-Speerträger mit zwei Waffen, Snotling-Kobelwagen, Schweinereiter habe ich, Wolfsreiter, Bogenschützen, Goblins, Bogenschützen und so weiter. Hinten Kamikaze-Katapult, sehr geil. Dann hier Kamikaze-Katapult, habe ich zwar auch schon, glaube zwei Stück, aber ich habe auch noch ein nicht bemaltes. Könnten wir auch noch ein Tutorial machen. Dann haben wir hier die Zwerge, sehr schön, also ich finde auf 25mm sehen die auch richtig gut aus. Das wird auf jeden Fall Mace sehr freuen. Hier den Altar hat er auch. Die sehen, also es sieht super fett aus. Und natürlich den Alex wird es auch freuen. Der hat ja hier auch diese Eisendrachen, genauso heißen die. Orgelkanone, normale Kanone, irgendwo ist bestimmt auch noch so eine Flammenkanone. Da habe ich immer früher Angst gehabt davor. Und hier haben wir sozusagen die Khemris. Und da ist schon der neue Drache mit dabei auf jeden Fall. Dann die Speerträger, Streitwagen. Gut, die ganzen Modelle sind jetzt nicht dabei. Die muss ich mir dann halt dann irgendwann noch zulegen. So ein Katapult fehlt noch. Dann hier diese Altar. Da war auch ganz böse früher. Also, ja, gibt es schon einiges. Genau, die Necro-Sphinx, die fand ich früher immer schon geil. Die ist jetzt natürlich nicht enthalten. Die Ushab, die sind auch nicht mit enthalten. Ich glaube, die Gruftfächer sind auch nicht enthalten, aber hier die Streitwagen sind auf jeden Fall mit dabei. Bei der Vorstellung der 7. Edition bin ich ja hier auf das Bild mit den Khemris gestoßen. Und da wollte ich ja nochmal zeigen, ob das dann wirklich die gleichen Modelle sind. Also es sind wirklich genau die gleichen Modelle. Halt hier sind sie noch auf 20mm Basis. Hier sind sie jetzt halt auf den größeren Basis, aber ansonsten sind das genau die gleichen. Man sieht es auch hier. Hier ist der Altar, das ist 7. Edition Bild. Und hier ist der andere Altar im Old World. Das sind die Streitwagen aus der Old World. Das da sind die aus der 7. Edition. Auch gleiches Farbschema. Gleichen dicken Beine von den Pferden. Wir haben hier die Ushabtis, hier die Ushabtis. Ja, also, da hat es nicht viel getan. Dann haben wir hier Krieger des Chaos. Das sind auch alles alte Modelle, die ich kenne. Das war's eigentlich auch. Also viele bekannte Sachen. Ein großer Unterschied sind der Wegfall von 20mm Base hin zu 25mm Base. Ich bin gespannt, was die Regeln sonst noch bringen. Da könnt ihr auch schon auf anderen Kanälen gucken. Die haben natürlich die Regeln schon behandelt. Ich bin da immer ein bisschen rückständig, ein bisschen langsamer. Aber ich hoffe, der große Ausblick auf die verschiedenen Editionen und das Unboxing von Warhammer The Old World hat euch trotzdem Spaß gemacht und ihr habt ein paar neue Informationen mitgenommen. Insgesamt ist da schon ziemlich viel drin in der Box. Die alten Modelle von 2002, 2005 sind natürlich echt in Jahre gekommen. Da hätte man aus meiner Sicht neue Modelle reinlegen müssen. Ich finde die Khemris trotzdem eine sehr interessante Fraktion und auch halt dieses ganze golden-türkise Farbschema finde ich halt echt schön. Und von daher freue ich mich trotzdem auf den Zusammenbau und die Bemalung und natürlich auch auf das neue Modell und vor allem auf das Charaktermodell mit dem Skelettdrachen. Das wird natürlich der Hingucker von der Armee. Ansonsten muss sich halt jeder selbst überlegen, ob er sich die Box, die Protonen oder die Khemris kauft. Reicht ja auch nur das Regelbuch, kann man ja gut machen. Und ansonsten hat jeder wahrscheinlich auch zu Hause noch einige Armeen rumfliegen, die ihr dann einsetzen könnt bei Warhammer The Old World. Und das war es auch schon wieder beim ersten Video zu Warhammer The Old World. Ich werde auf jeden Fall euch noch zeigen, wie ich die Gruftkönige von Khemris bemale.
Da wird es mal Tutorial geben. Ich werde euch auch noch mal ein paar andere Maltutorials zeigen. Zum Beispiel habe ich hier noch uralte Riesen liegen, zum Beispiel. Alte Flusstrolle. Dann habe ich hier zum Beispiel auch noch einen Streitwagen. Das ist, glaube ich, auch der Streitwagen aus der 6. Edition. Ich habe noch Steintrolle, Goblin-Wolfsreiter, wobei da gibt es schon ein Maltutorial. Da werde ich dann sozusagen keins mehr machen. Aber das könnt ihr euch schon angucken. Das sind auch Orks aus der 6. Edition. Und zu normalen Fantasy-Orks müsste es bei mir auf dem Kanal, glaube ich, auch ein Video geben. Wenn nicht, mache ich natürlich noch eins. Zu den Schwarz-Orks gibt es definitiv schon ein Video. Und zwar, wie ich die ja, so rostrot bemalt habe. Da könnt ihr auch mal reingucken. Ein Battle Report werde ich auch machen, wenn ich Zeit dafür habe. Weil Battle Reports ist zurzeit ein bisschen schwierig. Habt ihr auch schon gesehen bei Warhammer 40.000. Ich guck mal. Aber insgesamt könnt ihr bei mir auf dem Kanal natürlich noch die ganzen verschiedenen anderen Tutorials zu Warhammer Fantasy oder auch Warhammer Age of Sigmar euch angucken, was Bemalung angeht. Das trifft natürlich auch für alle Warhammer The Old World Produkte zu. Ich habe auch verschiedene Battle Reports von Warhammer Fantasy, 8. Edition noch, die sind auch sehr spannend. Guckt einfach mal rein. Für Age of Sigmar habe ich auch eins oder zwei Battle Reports. Ja, also während ich hier fleißig arbeite, könnt ihr euch auf jeden Fall auf meinem Kanal umgucken und die verschiedenen Videos schon mal angucken. Euch sollte eigentlich nicht langweilig werden bei über, ich glaube, mittlerweile 56 Videos oder so. Keine Ahnung. Es klingt verrückt, aber es ist so. Also, das war's auch schon wieder bei Chef Oberboss. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei hier diesem Editionsüberblick und bei dem Unboxing von Warhammer The Old World, die Camry-Edition. Ich würde mich wie immer über einen Daumen hoch freuen, über eure Kommentare und würde sagen, bis zum nächsten Mal beim Chef Oberboss. Und Warhammer The Old World. Macht's gut. Tschüss.